nachdem Jennis gefühlt 20 Beleidigungen rausgeworfen hat, ich wüsste nicht mal so viele Worte. Ich müsste ständig dieselben Begriffe benutzen. Für mich fühlt sich immer merkwürdig an, wenn ich jemanden beleidige. Beziehungsweise wenn ich ein Schimpfwort benutze, weil die benutze ich auch nicht wirklich. Geht es jetzt weiter? Hier kommt das Intro und dann gucken wir, dass wir die Base safe machen. Ist das nicht super? Wir haben unseren Billardtisch hier aufgebaut. Jetzt gehen wir noch an, dass Rika demnächst putzen soll. Anna forscht weiter. Perfekt. Aber ich würde sagen, mal wieder, du kennst sie doch keinen von. Oh, Karl Blöd und Jennis spielen Schach miteinander. Machen wir jetzt weiter mit Befehl, Struktur. Machen wir Wand aus Granit. Wie weit kommen wir damit? Brauchen wir ein bisschen was. Ich würde ja gerne wissen, wer gewinnt. Weiß nicht, ob das da steht oder ob die nur so spielen. Manchmal setzen sie sich ja auch alleine da dran. Hier, Karl Blöd, wir gucken mal Soziales. Oh, der kann Jennis ja mal gar nicht leiden. Ich bin der Rivale von ihm. Mal wieder über die Kämpfe gegen Dinosaurier, okay. Mrs. Blöd Marka. Ne, das ist die Tochter, die Freund, Bekannte ist Rika, Robot. Im Logbuch. Karl Blöd Malvina, Karl Blöd Malvina. Ne, siehst du hier. Hier, versucht die Gunst von Rika zu erlangen. Jennis bezeichnet den Neffen von Karl Blöd als Truthahn. Das habe ich noch ausgesprochen. Jennis beleidigt das Denkvermögen von Karl Blöd. Beleidigte schamlos die Hoffnung und Träume von Jennis. Ah, könnte wirklich ich sein. Aber guck mal, wie gut Jennis es jetzt geht. Stufe 16 in Konstruktion. Wurde zweimal beleidigt, das geht jetzt auch langsam weg und hat eine Katharsis. Perfekto. Hier werden gemeinsam Granitblöcke gebaut. Zwei Wände. So. Beleidige das Denkvermögen von Karl Blöd. Kommt hin. Ja, so würde ich es auch machen. Dein Denkvermögen ist nicht ausreichend. So, Karl Blöd hat 6 in Konstruktion. Das ist auch schon mal sehr gut. Risikozusammenbruch, was ist jetzt schon wieder? Karl Blöd? Warum? Achso, weil er ja beleidigt wurde. Ich glaube, es hört aber jetzt demnächst auf. Leichte Schmerzen. Das tut weh. Warum? Achso, ja, der hat ja hier Erfrierungsnarbe und Stichnarbe. Es ist dunkel. Das mag er nicht so. Und wurde zurückgewiesen von Rika. Das stört ihn. Ja. Jetzt prügeln die sich. Hört auf, euch zu prügeln. Und Jennis wurde umgenietet. Da hat Karl Blöd wohl gewonnen. Rette Jennis. Bitte. Warum denn jetzt schon wieder? Logbuch. Karl beleidigte die Medizinkenntnisse von Jennis. Das hat Jennis richtig wütend gemacht und er schlug zu. Okay. Prellung, Prellung, Prellung. Wie sieht's bei Jennis aus? Achso, der wird gerade getragen, deswegen sehe ich ihn nicht. Körper. Oh, ganz viele Prellungen. Hat richtig was abbekommen. Und jetzt liegen die beiden auf derselben Krankenstation. Ist auch ein bisschen lustig. Gut gemacht, Karl. Hallo, Rübe? Höre ich da Partei? Ich verstehe nicht, womit ich das verdient habe. Weißt du, was wir mal machen können? Wir können sagen, dass die jetzt Standard bekommen. Da
Dann muss sie aber mehr kochen. Und zwar 30. So. Karl ist Mod, man muss nicht so Mod sein. Ja, das stimmt, aber nicht Schleim. Schleim soll man nicht. Wie sieht es eigentlich mit Wildtieren aus? Zwei Timberwölfe, okay. Wo geistern die herum? Ach, da am Rande der Base. Der am anderen Rande der Base. Okay. So. Vielleicht in den Lauf einer Großhandwerker. Ja, zum Beispiel Mörser. Der Lauf wurde speziell verstärkt, um den hohen Druck beim Abschuss zu enthalten und kann nicht im kleinen Stil hergestellt werden. So. Jetzt wird gegessen. Kriegen die Leute nämlich auch gute Laune durchs Essen. Das ist auch schon mal was Gutes. Und da sie die Köchin ist jetzt. Wie sieht's hier aus? Haben wir eigentlich Überlebensrationen? Ja, haben wir auch schon gemacht. Das heißt, da können wir auch ein paar bauen. Das Überlebensration. Hier mal kochen. Wiederhole bis. Oh, auch hier 20 hast du ungefähr. So. Rika und Karl Blöd sind kurz vorm Durchdrehen. Warum Rika eigentlich? Depressiv, leichte Schmerzen. Achso, wegen ihrem Namen. Ah, das Mahlzeit mit Nährstoff passt, okay. Okay, das dürfte dann auch demnächst weggehen. Dennis hat aber ganz schön einen abbekommen, ne? Guck mal, wie wenig, also wie wenig Energie der noch hat. Dennis Designer kann wieder laufen, das ist doch schön. Geht dieser zusammen so schwer, bei wem? Hungernder Kolonist Karl Blöd. Ja, dann soll er was essen. So, Karl Blöd ist kurz vor Durchdrehen. Hier wird gefüttert mit leckerem Essen. Wohin gehst du jetzt? Legt sich leckere Mahlzeit ins Inventar. Das würde ich ja gerne irgendwie wegmachen, dass sie das tun, weil das halte ich für bescheuert. Dieses ins Inventar nehmen. Arbeit, sagen wir mal bei Rika, die soll nicht mehr putzen. Sagen wir hier, Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion ist zum Besuch. Okay, cool. Freut mich. Die Rübe. Wer ist das? Und das, okay. So. Hört in 20 Stunden auf. Leichte Schmerzen, gestörter Schlaf. Ja gut, kann ich nachvollziehen. Würde mich auch nerven. So, wo sind denn jetzt alle? So, mit dem Lernen sind wir fast durch. Perfekt. Die wandern wirklich komplett durch die Base, ne? Nö, das ist kein Hausfriedhof. Würde auch anders gehen. Marmorblöcke hatte ich ja sogar schon. Lustig. So, dann sagen wir noch zufügen Kalksteinblöcke. Sagen wir auch wieder. Wiederhole bis X. Aber bis 250 in etwa. So. Okay, Rika kümmert sich ums Pflanzen. Jenis geht es gerade tipptopp. Wahrscheinlich wieder wegen der Katharsis. Ja. Okay, Zimmer funktioniert auch alles wieder. Ich würde aber mal hier im Flur Lampen einbauen. Forschung abgeschlossen. Mikrotechnologie. Umgang mit der komplexen Mikroelektronik. Schalte einen Hightech-Labortisch und die Funkanlage frei. Forschungsmenü. Perfekto. Was brauche ich denn hier für? Gasdrucklader. Okay. Haben wir hier sonst noch was? Bioverformung. Die verschiedene biologische Veränderungen an Kolonisten durchführen können. Essentiell für die Annäherung von Transhumanismus. Ah, okay. Pam. Ja, würde ich sagen, das ist doch auf jeden Fall noch sinnvoll.
Und dann müssen wir nämlich ihr hier gleich ein schönes Labor einrichten. Also sie kocht jetzt auch gerade die ganze Zeit. Brennende Arbeitslust, ist das nicht toll? Also farbige Beleuchtung ist ganz wichtig. Ja, weißt du was, wenn du mich so nett fragst, würde ich das wahrscheinlich in der nächsten Forschungseinrichtung oder in dem nächsten Forschungsdurchgang mal machen. So. Perfekt. Wir müssen ihr hier wirklich mal einen schönen Raum fertig machen. Was, wie groß sind denn die ganzen Sachen in Produktion? Der Hightech-Labortisch, der ist nämlich schon riesig. So groß. Okay. Dann müsste daneben, haben wir glaube ich hier irgendwo noch Trichter, Hightech-Labortisch. Ah ne, dieses eine Ding kommt danach. Dann gibt es nämlich noch so ein großes Gerät, mit denen man dann, mit dem nochmal erweiterte Forschung bearbeitet werden kann. Also hier sieht man ja Mikroelektronik, da geht es dann erstmal der erweiterte Forschungstisch. Genau. Und dann haben wir hier hinten kommt der Multi-Analysator. Der wäre dann der nächste Punkt. Das ist dann so ein kleines Gerät. Also müssten wir rein theoretisch sagen, würden wir Anna quasi hier eine Wand ziehen, wo sie dann in Ruhe forschen kann. Ich würde sogar das kleiner noch befehlen. Hier eine Wand ziehen. So, das wäre der Gedanke. Dann würde man den Raum nämlich auch mit Silber mit Silberfliesen ausstatten, weil das ist ganz wichtig für die Forschung, damit es steril bleibt. Hier setzen wir dann alles. Das könnten wir eigentlich mal machen. Sagen wir jetzt mal den neu montieren. Dahin. So wie wir den auch neu montieren. So. Dass die hier essen, finde ich so dumm. Wobei, solange sie am Tisch essen, ist alles gut. Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion Forbarium besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Waren zum Handeln dabei zu haben. Perfekt. Das ist eine Person. Ne, es sind zwei Personen. Okay. Ich glaube, wir müssen das hier mal erweitern. Zone erweitern. So, wenn der dann da ist, dann quatscht Jennis mit dem. Guckt mal, wie es Anna geht. Oh, Jennis hat schon wieder eine Beleidigungstour. Und er hat gerade mit Karl Blöd Schach gespielt. Wahrscheinlich hat er verloren. Was ist das für BHs? Wo? Wo siehst du BHs? Warte. Oben in der Zone. Hier? Das sind doch nur Tierskelette, oder übersehe ich was? Also es gibt auch einen Schildgürtel, der sieht halt aus wie BHs. Jennis, hör auf, die Leute zu beleidigen. Du kriegst nur wieder aufs Maul. Ah ne, war Mrs. Blöd, die mit ihm gespielt hat. Ist gerade verarztet, ne? Gestörter Schlaf, mein Freund Brando verloren, in 4,2 Tagen weg endlich. Wurde beleidigt. Ja, warum nur? Und ich wollte Jennis gerade Soziales machen lassen. Wer hatte noch Soziales? Wo haben wir es denn? Wer kann noch? Oder hier, Aufseher ist es, glaube ich. Jennis und Karl Blöd mit 6. Okay. Karl Blöd. Könntest du Handel betreiben. So. In seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig. Okay, perfekt. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ich spreche jetzt mal speziell von Marmor. So schnell wie das eben war, sah das für mich nach BH aus. Ah, okay. Nee, wir haben hier keine Steine, die wir kaufen können. Aber wir können Sachen verkaufen.
paar. Und zwar, was haben wir denn? Schlecht Helm. Einen schlechten Helm verkaufen wir. Alles, was schlecht ist, sowieso. Und danach alles, was ange... Der hat gar nicht so viel. Warte, wir machen es anders. Die Helme sind ungetragen. Ah, auch wenn sie schlecht sind, sagen wir aber hier. Das hier würden sie nicht mitnehmen. So wie hier. Das hier würden sie nicht mehr tragen, so wie das nicht mehr tragen. Weil ich ja angegeben habe, alles, was unter 50 ist, wird nicht mehr benutzt. So wie das hier. Genau so. Dann haben wir da ein bisschen was. Dann können wir hier jetzt nämlich sagen, Kittelhut aus Stoff. Sehr lustig. Schlecht. Ja, 66, sagen wir, akzeptieren. Bestätigen. Dann können wir das Silber holen. Und, ja, guck mal, cool, hier wurde schon umgebaut. Wie viel Granit? Ne, wir bauen mal Schiefer, ne? Ich weiß, es ist so ein Gemisch aus allem. Aber, in der Base ist Schiefer am sinnvollsten. Dann sagen wir, Tür einbauen. Und wir sagen, wir hier auch eine Lüftung haben wollen. So. Beleidigt Rika. Also, ich habe langsam so das Gefühl, dass ihr beide euch nicht mehr ganz so mögt. Guck mal, die Meinung geht auch komplett runter. Er ist verfeindet mit Anna, er ist verfeindet Rivale mit Malvina. Oh Gott, ist das ein Idiot. Gut, dass Rika gerade viel rumläuft. Die dreht auch gleich durch, weil sie beleidigt wird. Naja, ob sich die Ehe noch retten lässt, das weiß ich ja nicht. Die will sich nur ums Essen kümmern und der Mann nervt. Was haben wir hier? Kritischer Alarm, Risiko, Sampo schwer bei Rika, weil sie beleidigt wurde. Wie oft wurde sie jetzt schon beleidigt? 8 Mal. Ja, sie will nur ihre Feldarbeit machen. Ganz in Ruhe. Meteorit Marmor! Endlich! Den bauen wir mal sofort ab. Wo ist er? Da. Befehl abbauen. Kann ich mir auch vorstellen, dass die anderen Yennis irgendwann nicht mehr als Anführer sehen. Ja. Wobei habe ich das nicht sogar weggenommen schon. Ja, guck, die Rolle habe ich ihm ja gar nicht mehr gegeben. Weil die damit eh schon genervt waren. Aber hier ist die Mauer schon perfekt. Aber guck mal, der beleidigt jetzt die ganze Zeit Rika. Die wurde schon 10 Mal beleidigt. Die mag ihn irgendwann gar nicht mehr. Hier, geht immer runter, immer weiter. Mrs. Blöd, mit dem, mit der er sie befreundet. Nur weil er da seinen Kumpel verloren hat. Oh, das arme Tierchen. Mal gucken, ob es überlebt, ansonsten hole ich es mir. So. Okay, die Fraktion verlässt uns wieder. Das ist der Plastal. Wo war denn jetzt der Marmor? Bin ich blind? Bin ich blind? Hier war, der war doch hier irgendwo, ne? Hier war das Ding. Nachrichtenmeteorit aus Marmor zum Ort springen. Ach, hat er den schon abgebaut? Krass. Rika pennt jetzt endlich. Hat Yennis jetzt endlich. Ja, Yennis hat aufgehört.
Ja, wurde zweimal beleidigt. Oh, du Armer, ich habe ja richtig Mitleid mit dir. Leichter Entspannungsmangel, verstehe ich auch nicht ganz warum. Ars ohne Tisch, mein Freund Brando starb in 3,6 Tagen. Dabei ist Jens immer der verrückter Keiler. Okay, alle im zum Ort springen. Okay, da draußen. Gut, ist glaube ich gerade keiner draußen, die pennen gerade alle. Also würde ich sagen, Zuweisung, Safe Zone. Können sie da pennen, rennt der Keiler da oben rein. Sag mal, wenn die den... Ach Quatsch. Wenn die den jetzt schon abgebaut haben. Verdammt, das hier. Zum Ort springen. Haben wir hier doch... Genau, Marmorblöcke. Nur so viele. Ja gut. Quest verfügbar. Und zwar, Wetterkontrollgerät gegen Bezahlung. Mercian Tang, Akolyt der Fraktion Reich der Kicke, befindet sich auf der Durchreise nahe Irilja. Seine Feinde machen Jagd auf ihn. Er möchte, dass du ihnen ein Signal sendest, um sie Richtung Irilja zu locken. Wenn du das Signal sendest, werden deine Feinde ein Lager in der Nähe errichten und dich durch in dich um... Rübe, kannst du das bitte vorlesen? Um dich zu schikanieren. Er berichtet, dass dort ein Wetterkontrollgerät ist, welches das Wetter der ganzen Region auf regnerisches Gewitter ändert und drei menschenjagende Meerschweinchen gesichtet wurden. Okay. Pause, Silber. Na, das brauchen wir irgendwie alles nicht so ganz. Mal gucken, drüber nachdenken. Ich wette, am Ende wundert sich Jennis, hä, warum seid ihr denn so mies gelaunt? Es ist doch alles cool. So Leute kann ich ja, ne? Die hätte jetzt, glaube ich, ganz... Ja, guck mal, nur noch 29 hält sie. Sie hält von Mrs. Blöd mehr als von Jennis. Wo ist denn das? Ach, da unten. Rika dreht auch gleich durch. Bedürfnis. Wurde beleidigt, genau. 3 und minus 33. Wie will sie denn das wieder aufholen? Jetzt kümmert sie sich auch noch um Jennis. Jennis unterhalten sich über... Koboldäffchen. Okay, hat das was gebracht? Nee, noch nicht. Und es ist reingerannt. Perfekt. Sozialarchitekt. Zeitplan da. Wieder das. Und ich würde mal sagen, den Waschbären holen und das Schwein holen. Beides. So. Jennis wird gefüttert. Hier werden die Marmorsteine geholt, damit die gleich gebaut werden können. Das ist ganz wichtig, damit ich diesen Boden fertig kriege. Macht mich verrückt. Hatte ich nicht gesagt, dass hier auch? So, perfekt. Verteidigung steht wieder. Händler exotischer Güter. Die Karawane der Fraktionen nähert sich. Es handelt sich um Händler der exotischen Güter. Sie werden ein paar Tage... Okay, perfekt. Das klingt doch mal gut. Die Frage ist natürlich, ob ich den Raum hier endlich öffne. Ich glaube, das bereite ich für die nächsten großen Händler mal vor. Okay. Verwilderung Rika... Rolle deaktiviert, Akademikerin. Ja, Rika ist... geht jetzt... Versuche inhaftieren von Chemikerin.
Jetzt müsst ihr beide mal helfen. So. Genau. Gehirn, Schießafrika, nein, das nicht. Die hatte jetzt keine Lust mehr. Du auch bitte. Nur schlagen, danke. Einfach nur umboxen. Und Anna? Du nicht. Ja, komm. Okay, fange Chemikerin. Und die Sachen hier könnt ihr bitte mitnehmen. Ja, so ist es halt, dass Rika von Jenes so sehr beleidigt wurde, dass sie keine Lust mehr hatte. Wie geht's denn, Rika? Körper, okay. Dann würde ich sagen Gefängnis. Ne, nicht versklaven. Sie war verwildert, oder? Also. Ja. Rika, Chemikerin, hat genug von der Zivilisation. Sie hat erkannt, dass wilde Tiere immer frei sind. Aus diesem Grund hat sie beschlossen, deine Fraktion zu verlassen und bei den wilden Tieren zu leben. Du kannst versuchen, sie zu zähmen oder zu inhaftieren, um sie wieder zurückzubekommen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Die Auslösung war Faktor, war depressiv. Ah, okay. Zum Ort springen, genau, so. Ja, blöd, du kannst jetzt erstmal wieder gehen. Ah, nein, du kannst gehen. Zähmen. Ich habe aber leider niemanden. Warnung, kein Tierpfleger kann wilde Menschen zähmen, benötigt Stufe 7. Bester Pfleger mal wieder, ja. Dann halten wir uns Rika mal jetzt so lange hier, bis wir jemanden haben, der sich drum kümmern kann. Wie geht's dir? Ja, Rika hat sich Mühe gegeben. Ach, Karl Blöd kümmert sich jetzt um sie. Gut. Soziales. Rika hält nicht mehr viel von Jenis. Was ist das eigentlich für eine Sekte? Die Frau hat keine Lust mehr auf ihren Mann und wird dafür verprügelt und zurückgeholt. Ja, sonst wäre sie halt abgehauen und da musste ich mir jetzt was einfallen lassen. Und das geht nicht anders. Ich konnte sie ja nicht einfach nur so gefangen nehmen. So, jetzt können wir mal gucken, was wir hier verkaufen. Und zwar... Oh, ein Riesenbildschirm. Naja gut, so viel Geld habe ich nicht. Gold braucht man nicht. Nee. Habe ich irgendwas, was die brauchen könnten? Nee. Diese Aussage macht es nicht besser. Sie wäre sonst weggelaufen. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass das nicht ganz so cool ist. Rika, Chemikerin, kann wieder laufen. Ich will sie halt auch nicht versklaven. Das ist, halte ich halt für Schwachsinn. Reduziere Wille. Das machen wir mal. Die arme Schildkröte. Na? Na? Okay, das hat sie geschafft. Bis dahin ist sie gekommen. Stirbt aber 12 Stunden. Achso, hier wird jetzt Holz benutzt für die Falle. Das ist halt alles seine Schuld, ne? Ja, ich würde aber sagen, ich mache jetzt Feierabend. Verdammt, die Tür hätte woanders hingemusst. Ja, komm, wir setzen die mal noch um. Dahin, so. Den Tisch setzen wir hier hin. Den Stuhl.
mitten im Weg. Nee, halt, warte mal. Warte mal, warte mal. Na, wir setzen den Tisch erstmal dahin. Und die Lampe setzen wir hier hin. So. Erzählt Jenis etwas über das Schwitzen, während sie da liegen und schwitzen. Ich glaube, wir sollten mal ein paar mehr Lampen in die Base bauen. Hier ist überall so duster. Nicht in die Gehwege. So. Da eine Lampe hin. Hier setzen wir noch eine hin. Hier würde ich noch eine hinsetzen. Und hier. So, aber dann machen wir immer noch Strom, braucht man noch dann quasi. Meteorit ist runtergestürzt. Gut, das gucken wir uns gleich noch an und dann ist aber auch Feierabend. So, jetzt mal bis hier. Ein großer Meteorit im Gebiet eingeschlagen. Er hat ein großes Golderzvorkommen zum Ort springen. Cool. Das bauen wir aber jetzt noch nicht ab. Ist das nicht meine Schuld, weil ich doch traurig ist, dass ich gestorben bin? Nee, der ist leider nicht wegen dir traurig. Aber nein, es wäre auch dann nicht deine Schuld. Es ist... Jenis hat... Handlungen begangen, die er hätte nicht begehen sollen. Und weil er nicht daraus gelernt hat, ist es jetzt so, dass seine Frau ihm wegläuft. Dass sie hier essen, das macht mich bekloppt, ne? Würde ich nämlich den Tisch da hinstellen. Ich glaube, der Weg hier ist denen zu doof. So, dann jetzt aber. Würde ich sagen, wir lassen noch Rika füttern. Mit leckerem Essen. Passenspender. Ja, das Problem ist, dass ich hier so eine Schleuse gebaut habe. Wir müssten dann hier vielleicht noch eine Schleuse bauen. Um da besser noch was anderes zu kaufen. Dann funktioniert es weiter. Dann haben wir schnell geheilt. Markieren wir, wollen wir das noch kurz? Ja, machen wir mal. Struktur. So, und Tür, Tür. Bauen wir da eine kleine Schleuse. Wie geht es Jenis? Der müsste jetzt eine doppelte Katharsis haben. Hier wieder. Okay, Freund Brando, 2,1 Tagen, wurde beleidigt. Der Arme. Vorhin haben wir unsere Pflanzendame verloren, ne? Niemand mehr wirklich, der gut sich um Pflanzen kümmern kann. Naja, in der Hoffnung, wir kriegen einen, der zähmen kann. Geht das dann halt in der nächsten Folge weiter. So, hier wird Strom gebaut. Genau, so. Dann in der nächsten Folge weiter mit dieser Soap Opera. Wer hier alles durchdreht, wer wem beleidigt, schlägt oder sonst irgendwas, schauen wir uns dann an. Bis dann und ciao.